Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mal mit einem Videothema, das man eigentlich so nicht machen sollte. Aber da ich ja zurzeit arbeitslos bin und schauen muss, wo ich bleibe, habe ich mir gedacht, ja, Clickbait-Titel vom Allerfeinsten. Das Lustigste ist ja, bei so einem Video jetzt, wo man so über private Sachen redet, wie zum Beispiel ein neuer Job, man ist arbeitslos, man hat einen Job verloren, man hat eine neue Freundin, man bekommt ein Kind oder was weiß ich nicht alles. Das ist so eine Sache. Gehört sowas wirklich ins Internet? Möchte man, dass fremde Menschen so etwas wissen? Teilweise bekomme ich nämlich Nachrichten, wo dann Leute schreiben, ey, Mike, ich wusste gar nicht, dass du eine Freundin hast. Weißt du, auf Instagram zum Beispiel, dürft ihr mir gerne folgen, Mr. Mike Production, da bin ich ja sehr privat unterwegs, ist auch so eine Sache, wo ich denke, ja, wieso fragt er das? Ich meine, geht denen ja auch nichts an, habe ich nie erwähnt und überhaupt und deshalb, ja, aber die Leute interessiert das. Und viele Leute glauben ja auch immer, sie kennen einen wirklich persönlich und kennen den wirklich in- und auswendig, diesen Menschen, nur weil sie regelmäßig die Videos gucken. Ganz egal, welchen YouTuber überhaupt. Ganz egal, das liest man so oft. Bei großen YouTubern, die immer auf der Straße angesprochen werden von fremden Leuten, die denken, hey, wie geht's dir? Hast du dieses Problem schon behoben? Hast du noch Hämorrhoiden am Arsch oder was weiß ich nicht? Weißt du, das ist alles so... Ja, aber nein, Leute, nur weil ihr Videos guckt, kennt ihr die Menschen nicht. Das ist halt so ein Ding. Und wenn ich jetzt ein Video mache, jetzt gerade hier, und sage, hey, ich habe eine neue Freundin. Total bescheuert. Aber ich nutze halt diesen Clickbait-Titel-Effekt jetzt aus. Oder ich versuche es zumindest. Ich weiß ja gar nicht, ob es bei mir funktioniert. Bin ich so wichtig und so interessant, dass euch das interessiert? Auch so eine Sache, ne? Und hätte ich jetzt eine Freundin, die absolut nicht im Internet sein möchte oder überhaupt nicht im Social-Media-Bereich, so kannst du sowieso vergessen, würde ich das auch nie was machen. Aber ich habe zum Glück eine wirklich unglaublich attraktive, hübsche und lustige Frau jetzt in meinem Leben, mit der ich wirklich viel Spaß habe. Und da habe ich mir gedacht, ich habe sie auch darauf vorbereitet, dass ich hier ein Video machen möchte. Auf Instagram habt ihr sie ja schon gesehen. Das ist ja so ein Ding, deshalb sage ich immer wieder, ja, folgt mir auf Instagram, wenn ihr ein bisschen so privat von mir wissen wollt. Und ja, jetzt habe ich einfach mal gedacht, ich schnappe mir die Kamera, mache ein Video drüber und gucke, wie es läuft. Und sie ist wirklich sehr witzig. Mir kann man wirklich viel Scheiße bauen so. Und hat dann auch meinen Humor. Meine Freundin hat den geilsten Arsch der Welt. Mich. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, finde ich immer noch, sowas macht man eigentlich nicht. Ne? Aber Videos sind ja auch für mich einfach eine Art von Entertaining. Ich entertaine mich ja damit selber, weißt du? Andere machen das dann nochmal deswegen, weil sie damit Fettkohle verdienen. Ne? Fettkohle verdiene ich damit. Für mich ist das wirklich Entertaining vom Allerfeinsten. Für meine Freundin jetzt so auch. Aber ich würde das halt niemals so auf diese stumpfe Art und Weise machen, wie es vielleicht andere machen würden. Hauptsache jetzt, um Kohle zu generieren, so in der Art, ja, das ist Renate. Renate ist 30 Jahre alt. Renate wohnt hier und dort. Versicherungsnummer 1358974. Wisst ihr, was ich meine? Alles Bullshit. Das muss schon lustig sein, man muss Spaß daran haben. Und es ist ja auch so, wenn du ein YouTuber bist und so wie ich regelmäßig Videos machst, ne? Wenn du dann eine Frau findest, die sowas überhaupt nicht mag, ne? Die absolut nicht im Internet vorkommen will oder das sowieso voll erschrecken ist. Das ist schon mal so ein Ding, wo man sagt, ah, eigentlich passen wir so nicht gut zusammen, weil ich mache eigentlich viel. Ich mache einfach viel von dieser Internet-Scheiße. Wisst ihr ja selber, ne? Er kennt mich ja. Kommen wir wieder zu dem Thema. Darauf stehe ich einfach. Und sie ist zum Glück cool drauf. In jeder Art und Weise wirklich eine absolute Traumfrau, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja. Bin auch ein bisschen happy. Ja, nicht nur ein bisschen, aber naja. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, ja, wie der Titel schon sagt, meine neue Freundin. Aber ich stelle sie natürlich jetzt hier nicht so vor. Also wie dieses hier, Renate, was weiß ich. Die heißt doch nicht Renate. Jetzt tut ihr gar nichts zur Sache, Mann. Weißt du, ich will hier nur ein bisschen was erklären, wie es so im Internet läuft. Weil einige scheinen es ja nicht so zu wissen. Weil einige denken ja einfach so, Mike, du hast mir gar nicht erzählt, dass du jetzt hier Hämorrhoiden am Arsch hast. Oder was weiß ich, weiß, das ist so crazy, wo du denkst, Alter, ja, wieso auch? Wieso solltest du das wissen, Mann? Und du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht. Lustig, ich find's lustig, immer wieder lustig. Ja, schreibt mir Nachrichten, haut was her. Folgen natürlich, Liebe da lassen, supporten. Und ja, in der Hinsicht war's das schon wieder. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Böö.